Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir besiegen jetzt in Odjwi Sokwi. Ach, die Felicitas, die kriegt's nicht hin. Was machst du denn? Das ist zu spät dran gewesen. Jetzt hat es. Oder ist er da doch noch? Ah, jetzt hauen wir auf die Kacke. Den Odjwi Sokwi. Können wir loslegen? Ach, guck mal, ich nehme noch gar nicht dran teil. Oh, das ist aber jetzt schlecht hier für den Uli. Der kämpft gerade alleine. Ah, jetzt geht's los. So, der Odjwi Sokwi. Jetzt, Freunde, jetzt werden wir richtig böse mit denen hier. Wir machen als erstes mal das auf den. Ach, Felicia ist aber auch schon weit, ne? Feuerschülerin, Lebensenergie, Feuer der Kai und Kaius. Pass mal auf hier, Odjwi Sokwi. Ich mach mal doch mit links platt, oder? Leute, das machen wir mit links. Ist doch für uns gar kein Problem, oder? So weiter dauern. Auf YouTube ist aktuell Folge ist aktuell. Folge 85. Was wir hier aufnehmen ist Folge 94. So, damit ihr auch schon mal über die Hintergründe Bescheid wisst. Ei, den geht's jetzt ans an den Leib. Ja, dann ist der ja jetzt quasi hinüber, ne? Dann machen wir hier noch mal ein bisschen Blitz auf den. Ich sammle hier die Pips, weil meine Zauber alle nicht funktionieren. Oh. Oh, machen gerade Platz. Machen gerade Platz, den Hampelmann. Der hat jetzt gleich eh hinter sich. Oh, mein Zauber funktioniert mal. Das ist ja mal eine nette Sache. So. Komm, ich antworte jetzt nicht darauf. So, benutze gefrorene Schmiede, Ort Halle der Meister. Sprich mit General Kama. Und es hat es euch gefallen? Ja, aber Leute, ich muss sagen, das macht mir wirklich Spaß, so, ne? Das ist mal schön, so mit den Zuschauern oder überhaupt mit anderen Leuten zu interagieren und dann sich gemeinsam das anzugucken und so und gemeinsam Folgen quasi aufzunehmen. Ich meine, ich bin ja hier schon sehr dominant, ne? Ich achte ja jetzt wenig darauf, was die anderen wollen, weil ich das hier so durchziehe, ne? Ich folge jetzt nicht irgendwem
zu seinen Quests oder so, sondern ich ziehe das hier durch und die anderen machen halt mit mir mit. Es ist schon etwas... Hervorragende Arbeit, ne? Zauberer. Dank dir ist mein Plan aufgegangen. Solange du... Ich muss hier bleiben und unsere Truppen... Geh in die Halle zu Schalek, dem Weisen, und richte ihm aus, dass ich bereit bin, unseren Kampf ein weiteres Mal anzuführen. So, also wie gesagt, das mache ich ja alles. Hier läuft ja alles auf mich quasi. Aber es nimmt mir auch keiner übel. Ich bin ja immer noch ganz klein, ganz kleiner Zauberer am Anfang. Mehr oder weniger. Und irgendwann, wenn ich mal wirklich groß und stark bin und vielleicht auch das Spiel durch habe, dann kann ich mir auch vorstellen, mal anderen zu helfen. Klar doch. Nee, jetzt nicht. Anderen zu helfen. Ne? Nur die Frage ist, wie lange werde ich dann noch aufnehmen, wenn ich das Spiel durch habe? Aber da es für das Spiel ja auch immer wieder Neuerungen gibt, denke ich, wird das hier noch ziemlich lange dauern. Fabian Feengarten. Wo ist sie denn, die Fabian? Moment, pass mal auf. Wo ist die Fabian? Fabian. Textchat. Ende August. Oder Anfang September. September. Komme ich erst wieder on. So, damit ist das... Damit wisst ihr das auch alle. Ne? Ja, und langsam wird mein Mündelein ein bisschen trocken. Ich muss gleich dringend was trinken. Hervorragend! Du hast den großen General Kaba mit General Kaba. Kann der Orden Strategien entwerfen. Aber wer sind wir ohne unseren Furcht? Ich fürchte, das Akai Amatis Kampfeslust ist für jeden von uns ein Vorbild. Er muss gefunden werden. Kein Problem. Kein Problem. Ab in die große Arena. Das machen wir doch mit links, Leute. Ist da gerade jemand in den Kampf gekommen? Nein. Geraten, meine ich. Das nehmen wir uns mal. Ey, das hat jemand anderes mitgenommen. Na gut, na gut. Die paar Goldmünzen bin ich bereit abzutreten. Kein Problem für mich. Kein Problem. Die sind ja auch längst noch nicht so weit. Ne? Bist du ein Krieger? Na klar. Die kriegerische Unterstützung können wir jetzt gut gebrauchen. Kai Amate, der Große, kämpft im Kolosseum. Doch Manda haben keinen Zutritt. Verkleide dich als Gladiator, so erregst du kein Aufsehen. Dann solltest du gegen Sphinx-Gladiatoren antreten. Sobald du es hast, komm zu mir zurück, um deine Verkleidung zu vervollständigen. Du bist wahrhaftig ein großer Krieger. Du kämpfst so tapfer. Ich träume schon lange davon, meine Fähigkeiten in der Arena unter Beweis zu stellen. Aber man lässt mich nicht. Könntest du den Meister der Arena fragen, ob der Sohn von Oka dort antreten darf? Welche? Diese hier? So. Auf geht's. Ab in die Arena, in die große Arena. Aber die Fabian Feengarten ist schon Level 23. Und ich bin erst Level 21. Ab Level 25 kann ich mich ja schon wieder neu einkleiden. Ne? Mach ich auch. Und ich hoffe, ich bekomme dann endlich mal einen vernünftigen Hut. Ach, wisst ihr was? Ich werde mir einfach dann einen neuen Hut kaufen. Egal, was passiert, da kommt ein neuer Hut hin. Ich möchte nicht mehr so bescheuert aussehen, echt. Du möchtest, dass ein Manda in der Arena antritt? Ha! Du machst wohl Scherze. Es gab nur einen Manda, der diese Heldentat vor... Was? Du sagst Arkosa? Natürlich lasse ich ihn in die Arena. Aber nur, wenn er Beweise für seine haarsträubende Behauptung hat. Und? Mit ihm werden wir auch noch... Akko... Achso, ja, da, bei dem waren wir gerade.
Ich muss aber noch irgendwen besiegen, nicht wahr? War doch gerade so. Ach genau, Sock wie in der Arena. Sodele. Oh nein, jetzt ist gerade mein Kopfhörer wieder verrutscht. Der hat einen leichten Wackelkontakt, das ist ziemlich nervig. Aber ich glaube, das interessiert euch nicht wirklich. Aber der eine oder andere wird wissen, dass ich da einen Wackelkontakt habe. Weil ich nur ein armer, kleiner Let's Player bin, kann ich mir keinen besseren Kopfhörer leisten. Und darum, vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere, in der allerersten Folge Let's Play Wizard 101 habe ich alle Dialoge noch mitgesprochen. Da war nämlich auch mein Kopfhörer mehr oder weniger verrutscht. Und ich konnte nicht hören, dass das vorgelesen wird. Ja, das war ganz lustig. War alles doppelt gesprochen. Ich bin froh, dass das gesprochen wird, denn hier wird ja wirklich viel erzählt auch immer. Ne? Mein Stiefschwester und ich haben uns bei Folge 71 schlapp gelacht. Worum ging's denn da? Oder war das das, wo wir alle aufeinander getroffen haben? Oder wo die... Das war bestimmt das, wo hier die Fabienne da so rumgehüpft ist hier im Kreis. Das war wirklich ganz ulkig. Komm. Da ist ja auch eigentlich noch eine Steigerung drauf. Also machen wir den fertig. Na kommt schon, Leute. Macht die Sock wie Zenker. Zenker. Mach die Sock wie Zenker kaputt. herrlich, ein erfrischender Schneemann. Oh ja, das tut gut. Vielen Dank. Och nee, was tut mir das leid. Was tut mir das leid. Guck mal hier. Es ist aber langsam voll hier der Kreis. Ich hab mal Steifschwester. Ich habe in den Kommentaren mal Steifschwester geschrieben. Ja, so war's aber auch. Da will ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Genau. Ja, ja, das ist Steifschwester. Steifschwester gibt's wahrscheinlich nur im Rotlichtviertel. So, wen haben wir denn hier? So. In St. Pauli gibt's bestimmt Steifschwester. Aber gut, hier gucken auch Kinder zu, also halte dich zurück, Kaius, halte dich zurück. Ich werde demnächst nochmal was spielen, was ab 18 ist, oder FSK 16. Ich habe vor, jetzt bald nochmal Half-Life 2 Episode 2 zu spielen. Da bin ich nämlich dann damit auch dadurch. Und ich möchte es auch gerne, auch wenn da die Zuschauerzahlen ganz schön übel sind, also fast nichts vorhanden. 4-5 Aufrufe pro Videos, das ist schon echt heftig. Aber es ist, naja... Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Super, Abzeichen entdeckt. Was meint ihr, ist Luca für ein... Ja. Beides. Das weiß ich doch. Das weiß ich, weil ich nämlich über diese Namen auch schon mal nachgedacht habe bei der Namensgebung meiner Kinder. Ja, ich habe Kinder. Übrigens habe ich mit einem noch völlig unbekannten Let's Player, ich weiß gar nicht, ob diese Person jemals Let's Playen möchte, habe ich Monochroma aufgenommen, dieses Let's Play, dieses 40-minütige. Mehr ist es nicht, weil es nur eine Demo ist. Könnt euch mal angucken. Googelt mal danach bei YouTube. Perfekt. Mit dieser Ausrüstung, die ich für dich besorgt habe und dem Zeichen des Glaubens. Du sagst, ich kann mein Können in der Arena unter Beweis. Aber
Ich muss Beweise haben, dass Oka mein Vater war? Oh, ich hätte wissen müssen. Du findest das Kolosseum dort vorn. Wenn du es betrittst, sag ihm, du möchtest gegen Kai Amate den Großen antreten. Wenn es dir gelingt, mache Kai Amate klar. Mein Plan sollte funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. Warte, bin ich nicht der Sohn des großen Oka? Ich kann so berühmt werden wie er, wenn ich nur den Mut habe, meinen Träumen zu folgen. Man wird kein Großchampion, wenn man nur... Gut, wir müssen in den alten Trophäenraum. Die Ausrüstung. Finde den Sandschleicher mit dem Symbol der Passage. Nur dann kannst du den Trophäenraum neben dem Eingang zum Kolosseum betreten. Okay. Puh. Jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann hauen wir richtig auf die Kacke. Bis dann, Freunde, und tschüss.